Ja, Inspiration erhalte ich aus verschiedensten Gebieten. Zum einen nach wie vor das, was mit Flugzeugen stattfindet, welche Gestaltung sich hier ermöglicht hat, aus hartem Blech organische Shapes dann doch zu entwickeln, die glänzen, die Dynamik haben, die laut sind, die Menschen transportieren und Großes leisten. Das Gleiche natürlich auch nach wie vor aus dem Rennsport. Gerade auch die Silberpfeile, die ja bis heute in die Formel 1 strahlen, was das Thema Farbe und Dynamik und auch Erfolg angeht, ist eine Inspiration. Ebenso geht mir es eigentlich auch mit anderen technischen Dingen, Architektur, aber auch solchen feinen Sachen wie der Fotografie, wo unterschiedliche Kameras über die Jahrzehnte sich interessant und fantastisch entwickelt haben. Gestaltung und Technik sind hier auch beispielgebend für viele Gestalter, auch gerade für den Innenraum, fürs Andre und für die Details. Ähnliches gilt natürlich vor allem immer wieder auch für die Natur und Fotografie. Da gibt es tolle Beispiele, die sehr inspirierend sind.